Im Sommer nach Leipzig, das ist so gut wie sicher, aber seine Salzburger marschieren nicht unbedingt schnurstracks Richtung Titel. Marsch rotiert 6 neue ins Team hinein, einer davon ist Karim Adeyemi und der 19-jährige Deutsche sollte dieses Spiel prägen. 3. Minute und erstmals klopft er an, wie zuletzt auch gegen die WSG trifft er in der Anfangsphase nur die Latte, aber schauen Sie sich diesen Sprint an, der umkurvt sozusagen Guram Djorbelice. Aronson, Seiwald und Lukas Sucic prüft Manuel Kutin im Tor des WAC. Guter Schuss und noch bessere Parade des Kärntner Schlussmannes. Und es geht weiter mit Angriffen der Roten Bullen. Karim Adeyemi nicht zu halten, mustergültig serviert er den Ball Brandon Aronson. Aber was bitte macht der US-Amerikaner damit? Kann es selbst kaum fassen. Völlig unbedrängt verfehlt er das Tor. Wir würden Ihnen gerne auch WAC-Angriffe zeigen aus der ersten Hälfte. Allein es gab keine wirklich gefährlichen. Stichwort gefährlich, schon wieder dieser Karim Adeyemi, schon wieder serviert er einem Mitspieler den Ball. Wunderbar, lässt sich auch da von diesem Duell mit dem jungen Muharemovic nicht beirren. Diesmal ist es Berisha, der aus aussichtsreicher Position das Tor nicht trifft. Dann kommt es zum Zusammenstoß zwischen Novak und Adeyemi. Für mich kein Strafstoß, es gibt einen Kontakt, aber das ist eine Berührung in einem Laufduell. Das Ganze vor den Augen von Mo Camara rechts und Sekou Keita. Die trainieren seit Montag wieder mit der Mannschaft und sehen weitere gute Offensivaktionen ihrer Mitspieler. Der Kopfball des eingewechselten Rasmus Christensen bildet den Auftakt in die zweite Hälfte. Auch Patson Daka wird zur Pause von Jesse Marsch eingewechselt. Wieder Manuel Kutin, bravourös. Und dann gibt's doch ein offensives Lebenszeichen der Wolfsberger. Nach 52 Minuten die erste wirklich brauchbare Möglichkeit durch Dejan Jovelic. Der Freistoß wird eigentlich schon geklärt, aber dann gut weitergeleitet von Dominik Baumgartner auf Dejan Jovelic. Wieder ein Eckball von Nicolas Seiwald und diesmal ist Bernardo der Abnehmer. Wieder lassen die Wolfsberger einen Salzburger bei einer Standardsituation viel zu frei stehen, aber Bernardo trifft das Tor hier nicht. Dann gibt es eine Standardsituation auf der anderen Seite, 68. Minute, Lindl und David Affengruber, der Startelf-Debütant, der 20-jährige Niederösterreicher, hat Pech, Eigentor des Innenverteidigers zum Leidwesen seiner Mannschaft. Die Wolfsberger haben eine Chance davor gehabt und das ist nicht einmal eine wirkliche bei diesem Freistoß von Michael Lindl und trotzdem führt der WAC nach 68 Minuten mit 1:0. Und Sie können sich vorstellen, wie vehement dann die Angriffe der Salzburger geworden sind. Noch mehr Nachdruck jetzt hinter den rot-weißen Aktionen. Hier scheitert Patson Daka nach dieser Standardsituation. Immer wieder fliegen Bälle in den Wolfsberger Strafraum hinein. Karim Adeyemi und die Querlatte. Das ist eine ganz besondere Beziehung an diesem Abend in Wals-Sitzenheim, das Ganze in der 79. Minute. Und es geht weiter mit rollenden Angriffen des Tabellenführers Bernardo. Und aus dem Hinterhalt Lukas Sucic mit der nächsten Möglichkeit. Aber auch er trifft das Tor der Wolfsberger nicht, verzieht hier knapp. Die 86. Minute. Die Salzburger lassen einfach nicht locker. Der weite Ball von Ramalho. Okafor im Fallen. Und wie macht das Karim Adeyemi? Er macht es großartig. Er krönt eine ausgezeichnete Leistung mit dem Ausgleichstreffer. Okafor auch nicht einfach da im Fallen den Ball zur Mitte zu bringen. Und Adeyemi nützt die Tatsache, dass Kutin zwar rauskommt, aber halbherzig rauskommt und befördert den Ball über seine Gegenspieler hinweg und dann kann Jesse Marsch nicht hinschauen. In der Schlussphase, praktisch in der Schlussminute, gibt's diesen Freistoß von Noah Okafor. Auch der bringt dann nichts mehr ein. Es bleibt beim 1
1:1 zwischen der Mannschaft von Roman Stary und jener von Jesse Marsch. Zuletzt hatten ja die Salzburger am Sonntag in Wolfsberg gewonnen. Immer wenn Jesse Marsch rotiert, gibt's Probleme in den vergangenen Wochen. Karim Adeyemi ist natürlich jetzt der erste Gespräch.